Sind ISO-Drinks wirklich gesunde Regenerationsbooster nach dem Sport? Ein neuer Drink hat gerade einen riesen Hype auf Social Media. Nach eigenen Angaben machte der Hersteller 2023 1,2 Milliarden US-Dollar Umsatz. Wie abgefahren ist das bitte? Das habe vor ihnen noch kein Sportgetränk so schnell geschafft. Das Hype-Getränk ist offizieller ISO-Drink-Partner großer Sportclubs wie der amerikanischen UFC und sogar Bayern München. Also ich würde mal sagen, da hat auf jeden Fall jemand seine Marketing-Hausaufgaben gemacht. Aber wie ist das überhaupt mit so ISO-Drinks? Wer trinkt sowas? Unser Food Detective sucht die Antworten dort, wo viel Sport getrieben wird. Kennen die Studierenden der Sporthochschule die Drinks? Ja, ISO. Ja? Ich ja auch, ja. Du auch? Aber du auch? Eigentlich ja, dabei, währenddessen. Ich trinke gern Wasser, aber so ein ISO-Drink, warum nicht? Ab und zu so nach dem Spiel kam es mal zum Einsatz. Bisschen also ich benutze es eigentlich nur, weil es gut schmeckt. Warum greifst du denn in dem Moment zu so einem Drink? Man weiß ja ein bisschen was als Sportwissenschaftler. Isotonisches Getränk ist auch ganz gut. Mhm. Genau. Und manchmal ist es vielleicht cooler als ein Schluck Wasser. Ich denke, da sind wichtige Nährstoffe und Mineralien drin. Jedes Mal, wenn ich mir diese Flaschen angucke, überall steht irgendwie isotonisch drauf. Könnt ihr mir erklären, was das ist? Dass quasi etwas gleichgehalten wird, oder? Isotonisch. Ja. Ob das die richtige Spur ist? Das Wort isotonisch leitet sich aus dem Griechischen ab. Iso bedeutet gleich und tonos Druck. Ein Getränk ist dann isotonisch, wenn es in etwa dieselbe Konzentration an gelösten Teilchen und somit den gleichen osmotischen Druck hat wie das menschliche Blut. Dann kann der Körper die Flüssigkeit und die darin enthaltenen Nährstoffe, zum Beispiel Elektrolyte, schneller aufnehmen. Richtig einig war man sich nicht bei der Frage, bringen die eigentlich wirklich was? Ich finde, es ist Zeit für ein Experiment. Dafür macht sich Food Detective Vincent auf ins Fitnessstudio. Er hat sich außerdem Unterstützung geholt. Kollegin Celine dient als Referenzperson und Gesundheitsexperte Dr. Volker Manns begleitet das Experiment. Was genau machen wir heute hier? Also ihr beide seid angetreten, um Elektrolyte zu verbrauchen bzw. rauszuschwitzen. Das heißt, euch in einen Mangel zu ziehen. Und da dürft ihr 90 Minuten euch mal richtig auspowern. Das ist total wichtig. Dürft aber zwischendurch nichts trinken. Und nach dem Training werden wir ganz zeitnah die Blutentnahme machen, um zu gucken, wie ist dann euer Elektrolythaushalt. Danach dürft ihr trinken und dann haben wir ganz aussagekräftige Ergebnisse. Und ich bin gespannt, wer von euch die Nase vorne hat. Damit die beiden unter gleichen Bedingungen in das Experiment starten, haben Vincent und Celine im Vorfeld einen Ernährungsplan von Dr. Manns bekommen. Sie sollen sich möglichst elektrolytarm ernähren, damit die Ergebnisse auf die Getränke zurückzuführen sind. Aber was genau sind Elektrolyte? Das sind in Wasser gelöste Mineralstoffe, die einfach elektrische Ladung weiterleiten. Und das brauchen wir, damit unser Stoffwechsel funktioniert, damit Nervenimpulse auch zu den Muskeln gelangen. Und ganz, ganz wichtig, damit unsere Gewebespannung auch aufrechterhalten wird. Das Interessante ist dabei, dass Elektrolyte gar nicht vom Körper selber gebildet werden können, sondern die müssen immer zugeführt werden. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, da keinen Mangel zu haben, um auch leistungsfähig zu bleiben. Es geht aufs Fahrradergometer. Nach der Blutentnahme darf Vincent nur noch Isodrinks und Celine Mineralwasser trinken. Wenn wir sportlich aktiv sind, verlieren wir je zwischen 0,5 bis 3 Liter Flüssigkeit pro Stunde. Über den Schweiß gehen dann auch wichtige Elektrolyte wie Natrium verloren. Was das auf Dauer für Folgen haben kann, erfährt unser Food Detective später. Die schwitzt gar nicht. Die macht gar nicht mit. Hör mal, guck mal hier. Hier, guck dir mal das an. Das ist alles so trocken, wirklich wie frisch aus der Maske. Durch den Flüssigkeitsverlust können aber nicht nur Langzeitfolgen entstehen. Auch unmittelbare Nebenwirkungen machen sich schon jetzt bemerkbar. 3, 2, 1, yes! Geht's euch jetzt, ohne zu trinken, nach der Belastung? Ich merke, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen. Also es pocht. Ja. Und ich denke so, oh, es schmerzt hier so ein Absolut. Bisschen. Das sind die ersten Anzeichen vom Flüssigkeitsverlust. Ich habe wirklich richtig Durst. Ich habe einen ganz, ganz trockenen Mund. Ja. Aber bevor wir jetzt was trinken dürfen, gehen wir erstmal die Nadel, Blut abnehmen. Geil. Aber mega gut gemacht. Ja. Die erste Blutentnahme ergibt unseren Vergleichswert für das Experiment. Vincent und Celine halten sich im Anschluss weiter an den Ernährungsplan von Dr. Manns. Die zweite Blutentnahme erfolgt dann am nächsten Morgen. Und dann endlich
trinken! Prost! Geil. Super! Geil! Boah. Zum Wohl! Man merkt richtig, wie der Körper einfach wirklich jeden Tropfen einfach aufsaugt. Mhm. Oh. In den nächsten 12 Stunden stehen jeweils 3 Liter Flüssigkeit auf dem Plan. Wichtig hierbei, Sie dürfen nicht mehr als 1,5 Liter pro Stunde trinken, damit die Flüssigkeit auch gut aufgenommen wird. Damit am Ende ein möglichst genauer Befund rauskommt, bleiben die beiden bei jeweils einem Produkt. Ja, so ein paar Stunden läuft jetzt mein Experiment schon. Ich trinke hier ganz fleißig isotonische Getränke. Ich habe jetzt zwischendrin die Flasche schon mal umgedreht, um mir genau anzugucken, was da drin ist. Ich weiß nicht so richtig. Ich brauche auf jeden Fall Hilfe, Erklärungen und dafür braucht es einen Experten. Vincent trifft Sport- und Ernährungswissenschaftler Dr. Hans Braun. Er forscht unter anderem zum Flüssigkeitshaushalt im Leistungssport. Für unseren Food Detective hat er sich verschiedene ISO-Drinks genauer angeschaut. Hallo. Grüße Sie. Als ich vorhin die Flasche umgedreht habe und mir genau angeguckt habe, was da drin ist, hat man sofort die Frage, ist das eigentlich alles gut, was da draufsteht? Das hängt davon ab, was drin ist. Also das ist eben schwierig zu beurteilen, da die Getränke im Regelfall eine ganz unterschiedliche Rezeptur haben. Jeder Hersteller wählt da seine eigene Zusammensetzung. Lohnt sich schon, genauer aufs Etikett zu gucken, damit man das auch urteilen kann. Was steckt also drin in den Sportboostern? Die Hauptzutat bei allen handelsüblichen ISO-Getränken ist Wasser. Dann werden nach Belieben Elektrolyte, Kohlenhydrate, Säuren oder Vitamine hinzugefügt. So viel, bis eine Teilchenkonzentration von 300 Millimol pro Liter erreicht ist. Die gleiche Menge wie im menschlichen Blut. In Deutschland gibt es keine offizielle Regelung für Hersteller, wie sich diese Konzentration zusammensetzen muss. Isotonisch dürfen sie sich aber trotzdem nennen. Isoton ist kein Qualitätsbegriff hinsichtlich der Zusammensetzung, sondern ich kann Isoton erreichen, indem ich bestimmt viele Kohlenhydrate nehme. 50 Gramm Traubenzucker kann genauso Isoton sein wie zum Beispiel 9 Gramm Kochsalz. Reden wir einfach mal vom Durchschnittssportler oder Durchschnittssportlerin, die quasi einfach sagt, ja, ich mache ganz gerne ein bisschen Sport. Auf was muss der achten? Was muss denn vor allem drin sein? Dreiviertelstunde oder Stunde schaffen wir eigentlich alle. Und dann reicht eigentlich Wasser, ob das Trinkwasser ist, Leitungswasser, Mineralwasser, das jeder wie er mag. Sportler, die leistungsorientiert trainieren, denen empfiehlt man so 30 bis 60 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde aufzunehmen. Das wäre eine Menge, die durchaus helfen kann, die Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Wenn es länger dauert, dann wird es spannend, dass wir eben auch gerne Natrium im Getränk hätten, weil das ist eigentlich das Elektrolyt, was wir meistens über den Schweiß verlieren. Natrium ist zum Beispiel in Kochsalz enthalten. Hier empfiehlt der Experte eine Menge von 1 bis 1,5 Gramm Salz pro Liter im Getränk. Kohlenhydrate und Natrium sind also wichtig. Wie schneidet Vincents Testgetränk im Vergleich zu anderen ISO-Drinks ab? Wir schauen uns dafür den Marktführer sowie das neue Hype-Getränk aus den USA an. Das Testgetränk kommt auf 37 Gramm Kohlenhydrate pro Liter, der Marktführer auf 59 Gramm und das Hype-Getränk auf 5 Gramm. Beim Salzgehalt liegt der Marktführer ganz klar vorn mit 1,3 Gramm pro Liter. Vincents Getränk liegt gleich auf mit dem Hype-Getränk bei 0,2 Gramm. So viel zur Theorie. Unser Food Detective will jetzt endlich die Ergebnisse seines Experiments wissen. So Leute, die Ergebnisse sind da, die Blutwerte. Ich bin echt gespannt, wie die ISO-Drinks sich geschlagen haben und wie die Werte sich eben verändert haben. Für die Auswertung trifft Vincent wieder Dr. Manns. Isodrinks versus Wasser. Wer hat die Nase vorn in unserem ultimativen Härtetest? Ich sehe schon sehr viel Rot. Sehr viele Farben. Ja. Ich habe es mal farblich unterteilt. Also grün heißt, es ist aufgestockt worden. Mhm. Rot heißt, es ist sogar weniger geworden. Okay. Und gelb heißt, es ist so geblieben. Natrium hast du tatsächlich zugelegt hat. Es ist wirklich das Elektrolyt Nummer 1. Und auch bei den Phosphaten. Okay. Phosphate sind Bestandteile des ATPs. Das ist die Hauptenergiewährung der Zelle. Also das bringt die Energie. Und diese beiden Parameter hast du auffüllen können. Sehr gut. Aber, jetzt kommt der Zeigefinger oben, beim Magnesium, beim Kalium und beim Calcium, die auch super wichtig sind, da bist du sogar in den Negativbereich dann abgerutscht. Also da wurde gar nichts aufgefüllt. Und bei Selin? Ihre Natrium- und Calciumwerte sind gleich geblieben. Nur beim Chlorid konnte sie minimal zulegen. Bei allen anderen Werten ist auch sie ins Defizit gerutscht.
Auf Dauer kann ein Elektrolytmangel zu Krankheiten wie Bluthochdruck, Verdauungsbeschwerden oder Muskelkrämpfen führen. Die Werte sind gefallen. Warum ist das so? Weil eigentlich sollte ich die doch mit den Isodrink zuführen. Dein Isodrink, der hat einfach so viele Zutaten und sehr viel Chemie, sehr viel künstliche Zusatzstoffe, die eigentlich gar nicht reingehören, die sich auch teilweise gegenseitig behindern, nämlich von der Aufnahme. Und die Dosierung war einfach nicht hoch genug. Und das wäre sinnvoll gewesen, einfach nochmal nachzuschießen mit Lebensmitteln. Und dann hast du auch wieder steigende Elektrolytwerte. Für Freizeitsportler reicht in der Regel Wasser. Bei langen und intensiven Einheiten macht es Sinn, Elektrolyte und Kohlenhydrate zuzuführen. Da können Isodrinks durchaus unterstützen, aber man sollte sich dafür nicht ausschließlich auf die Getränke verlassen. Also wenn man sich ab und zu mal irgendwie einen Isodrink gönnen möchte, dann kann man das durchaus gerne machen. Man muss so ein bisschen aufpassen, ne, was die Inhaltsstoffe anbelangt. Da ist viel Zeug drin, was wir gar nicht brauchen. Das hat jetzt auch mein Test gezeigt. Ne? Manche Werte sind echt nach unten gegangen. Also auch da unbedingt aufpassen. Und am Ende des Tages ist auch die Ernährung ganz, ganz wichtig.